Na, Männer. Alles klar. Jawohl, Herr Karl! Gut, wir befinden uns unweit der britischen Küste und sind einfach mal auf der Suche nach möglichen Zielen auf unserem Weg nach La Rochelle. Und wie gesagt, in der letzten Folge ja schon angesprochen, dort wollen wir natürlich nicht mit leeren Händen aufkreuzen. Und wie es der Zufall so will, befindet sich hier drüben auch direkt eine kleine Gruppe 3 bis 6. Und die sind offenbar auf dem Weg nach Großbritannien, deswegen werden wir denen jetzt mal hinterher stoßen. Mit großer Fahrt voraus. Wir funken das natürlich mal durch. Geben dem Kommandanten noch ein bisschen Verstärkung hier. Also die scheinen relativ flott unterwegs zu sein, die Kollegen hier. Naja, wobei es geht. Okay, die sollten auch jeden Moment in Sichtweite kommen. Wir schnappen uns mal den Alten. Und dann dürften wir ja auch in Kürze was zu sehen bekommen. So, Alarm ist schon ausgelöst. Erkennen kann ich allerdings noch nichts. Okay, hier haben wir sie. Hm. 3 bis 6, also mindestens 3 Schiffe. Das sollte ein Frachter sein. Sieht zumindest aus dieser Entfernung tatsächlich ein bisschen größer aus. Also könnte vielleicht ein bisschen größerer Brocken sein. So, kriege ich den eingerastet vielleicht, den Kollegen? So. Bin mir nicht sicher, ob ich so einen schon mal gesehen habe. Der Schornstein erscheint mir sehr, sehr groß. Na, schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. Okay, jetzt haben wir auch schon ein bisschen mehr zu sehen. Frachter scheint auf den ersten Blick eine Vierergruppe zu sein. Und wir gehen mal auf Überholkurs. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. So, allzu lange will ich dann auch nicht mehr über Wasser bleiben. Okay. Jetzt kann man sie auch sehr, sehr gut erkennen hier schon. Das sind alles ein bisschen dickere Brocken, kann das sein? Das sind keine kleinen Schiffe. Was haben wir denn für eine Distanz? Ich denke mal, wir sollten auch langsam, naja gut, 7 Kilometer, ein bisschen können wir, schätze ich mal, noch über Wasser bleiben. Aber wir sollten schon sehr, sehr bald abtauchen. Wir schnappen uns hier mal kurz einen von den Kollegen. Das ist der Gänge. Also der sollte sich sowieso um die Torpedos kümmern. Hat er das denn getan? Sind die vorgewärmt? Naja gut, 3 von 4. Und die setzen jetzt hier auch schon wieder an und scheinen dann auch den 4. wieder klar zu machen. Gehen wir mal ganz kurz durch, ob hier alles soweit in Ordnung ist. Wir schauen nochmal nach der Tiefe. 125 plus, okay. Sollte genügen. Proviantsituation sollte auch stabil sein. Den habe ich ja, glaube ich, in der letzten Folge nochmal ordentlich was zu essen gegeben. Dieselmaschinen laufen. Da schafft was weg. Ach, und was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, das sieht man jetzt zwar nicht, weil ich keinen... Ah, oh, das ist natürlich auch eine gute Stichwort. Ich sollte mal den Kompressor einschalten, bevor wir abtauchen. Ich habe tatsächlich die Täuschkörper erforscht. Das hatte ich gänzlich vergessen zu erwähnen. Also bei Bedarf können wir eben jetzt auch mit Täuschkörpern arbeiten. Okay, ich lasse den Kollegen hier mal seinen Dienst tun. Kreiselkompass ist aktuell ausgeschaltet. Machen wir vielleicht aktuell nochmal an. Jawohl. Ich habe immer so ein bisschen Bedenken, dass wir halt den Kurs verlieren, die Position verlieren. Allerdings habe ich ja einen am Kartentisch, also sollte jetzt aktuell kein Problem sein. Wenn wir abtauchen, machen wir den Kreiselkompass halt wieder aus. So, dann müssen wir fast noch einen Moment über Wasser bleiben, aber ich denke, das können wir uns schon erlauben. Die sollten uns jetzt, glaube ich mal, auf 7 Kilometer Distanz hoffentlich noch nicht zu sehen bekommen. Also man kann theoretisch auch deutlich näher dran, aber ich bin auch wirklich schon auf weite Distanz gesichtet worden. Es ist noch relativ hell zum Glück, also schon so Richtung früher Abend. Also es wird bald dunkel. So hoffe ich doch zumindest. Ruhige See.
Dadurch sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen besser zu erkennen. Also allzu lange möchte ich nicht mehr über Wasser bleiben. So. Was sagt die Druckluft? Naja, geht voran. Was machen die Aale? Gut, alle vorgewärmt. Also der scheint schon seinen Tätigkeiten hier nachzugehen. Der Herr Gänge. Ach übrigens, hier, wir haben jetzt auch einen neuen Offizier an Bord. Zumindest hat er einen neuen Namen bekommen. Der Herr Deuerlein. So, wir können uns hier mal so ein bisschen den Generalkurs einzeichnen. Na, das dürfte ungefähr hinkommen. Wie weit sind wir noch von der Küste entfernt? Ja, schon noch ein gutes Stück. Aber natürlich nicht unriskant. Eben zwecks Fliegern. Aber da werden wir uns schon ein bisschen was rausballern hier aus dem Konvoi. Und einer ist ja offenbar auch neutral. Also muss ich tatsächlich aufpassen, auf wen ich schieße. Ich könnte natürlich... Okay, der hat sowieso schon von alleine eine Torpedolösung berechnet. Dann soll er das für die anderen auch idealerweise schon mal machen. Möglichst viele Daten sammeln. Also, mittlerweile ist die Dunkelheit angebrochen, aber es wird mir langsam doch ein bisschen zu heikel. Also ich würde vorschlagen, wir gehen langsam mal auf Tauchstation und machen Unterwasser weiter. Wir gehen auf Seerohrtiefe. Einsteigen, Männer! So. Schotten dicht hier. Und dann können wir direkt auf Blaulicht umschalten. Pingen nochmal. Okay, das ist unverändert. Und dann sehen wir mal zu, dass wir irgendwie an den Brüdern vorbeiziehen. Und uns in eine vorteilhafte Position begeben. Wechseln auf E-Motor. Kurs auf diese Koordinaten. So, Kommandant geht ans Angriffsperiskop. Schimmel ist gesund. Ein edles Gewächs. So in der Art von Hyazinth. Gerade hier soll man sich über alles freuen, was wächst. Na gut. Dann sehe ich mal zu, dass wir hier dran vorbeiziehen. Und dann werden wir hier irgendwo hier vorne dann eben einschwenken. Uhrzeit ist relativ günstig, kurz nach 9. So. Ich habe mich jetzt mal vor die Gruppe gesetzt. Ventilation können wir wieder ausschalten. Sieht noch ganz gut aus mit der Batteriekapazität und so weiter. Und jetzt kommen auch die ganzen Schiffchen hier in Sichtweite. Wir drehen uns noch mal ein bisschen und dann müssen wir noch mal wegen den Torpedolösungen schauen. Den hier drüben, den kriege ich halt irgendwie nicht ins Visier. Also habe ich bislang nichts berechnen können. Bei den anderen sollten wir aber theoretisch schon vernünftige Torpedolösungen haben. Ah, hatten wir. Weil ich habe natürlich jetzt gerade mal kurz den Sichtkontakt verloren. Jetzt muss der tatsächlich wieder von vorne anfangen. Das wird mühsam, Leute. Das wird richtig mühsam. Na gut, dann fahren wir noch ein bisschen parallel mit. Was haben wir denn hier für eine Distanz? Das ist halt auch wirklich nicht allzu weit. Na gut, bis zu ihm hier wären es 2 Kilometer. Da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen näher ran. Wir gehen nochmal auf langsame Fahrt. Und schauen auch zu, dass wir die alle irgendwie in Sichtweite behalten. Okay, jetzt haben wir für den hier schon 67, 68%. Was macht er hier eigentlich? Er berechnet für den hier ganz draußen.
Ja, das soll er ruhig mal weitermachen. Ich hätte halt wirklich gerne für alle drei Pötte eine Torpedolösung. Gut, hier sind wir jetzt schon bei 90%, dann können wir mit dem hier weitermachen. Weil idealerweise möchte ich natürlich schon alle drei angreifen. Hier hinten hatten wir auch gerade noch eben eine Ortung von einem Schraubengeräusch. Und hier vorne haben wir auch nochmal 2 bis 4. Aha, okay. Und hier unten ist auch nochmal eine kleine Gruppe. Ob das der gleiche ist, den ich gerade hier hinten geortet habe, und der hat jetzt einfach seinen Kurs gewechselt, seine Position, ich weiß es nicht. Ist ein bisschen undurchsichtig, aber wir kommen natürlich jetzt auch schon relativ nah an die britische Küste ran. Also zu viel Zeit möchte ich nicht mehr verplempern, kurz vor Mitternacht. Also auf jeden Fall das Ganze bei Nacht über die Bühne bringen. So, wie schaut es denn aus mit meinen Torpedolösungen? Kapitän? Bei dem hakt es noch so ein bisschen. Okay, noch mal ein bisschen schneller werden. So, dann darf der Kommandant hier mal ein bisschen mitkalkulieren. Okay, das geht einigermaßen zügig. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. So, jetzt sind wir bei über 80%. Torpedokurs berechnen. Problem ist halt der Abstand zu dem untersten hier. Das ist schon relativ wenig, glaube ich. Naja, wobei, das geht schon auch. Knapper Kilometer ist das immer noch. Ja, das sollte schon funktionieren. So, den haben wir jetzt auf 98%. Dann schauen wir, dass wir auf jeden Fall alle über 90 bekommen. Das sollte normalerweise ausreichen. Also ich glaube, es ist nicht notwendig, wirklich überall auf 100% zu sein. Dann schauen wir auf jeden Fall, dass wir langsam in Angriffsposition kommen. Hier wird noch ein ganz kleines Stückchen mitfahren. Knappen Kilometer und dann hier so einschwenken. Dann gehen die Lösungen auch noch ein bisschen hoch, die Kursberechnungen. So, 97, 98, 94, das sollte genügen. Behaupte ich jetzt einfach mal. So, dann bringen wir uns hier in Position. Schlechte Luftqualität, wir machen nochmal die Lüftung an. Ich hoffe, das reicht, weil ich glaube nicht, dass wir noch Kaliumabsorber an Bord haben. So, alle Maschinen stopp. Und nochmal die Distanz kontrollieren, weil ich glaube, mit dem wird es jetzt schon eng. Wenn der in etwa so fährt. Sind wir eigentlich schon zu nah dran. Okay, wir können natürlich noch ein bisschen den Rückwärtsgang einlegen. So, und dann sollten wir auch langsam anfangen zu feuern. Und zwar auf den hier natürlich als erstes. Vielleicht nochmal speichern. So, und dann schauen wir mal. Also, das wäre er hier. Sehe ich das richtig? 97% Torpedolösung. Jeder bekommt einen Aal. Oh, die Aale sind nicht vorgefärbt. Was machen denn die Leute? Es müsste Alarm sein. Und die Pfeife legt sich jedes Mal wieder schlafen. Mann, 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 Mann. Hier ist an den E-Motoren. Zu Befehl. Können wir uns das zeitlich noch erlauben hier? Es ist natürlich sehr, sehr ungünstig. Dann müssen wir noch ein bisschen weiterfahren. Das hilft alles nichts. Sauerstoff, das geht noch mit der Ventilation. Ach, shit, echt. Legen Sie den Kurs an. Verdammt, verdammt, verdammt. Nun gut. Bestätigt.
Kaloy. Wie sieht's denn aus? Zu Befehl. Ei, ei, Herr Kaloy. Vorwärmen. Herr Kaloy. Und du darfst dich auch nochmal aktivieren und vorwärmen. Die müssten ja parallel arbeiten können. Na, wenigstens was. Hype ist aber immer noch nicht verstanden, warum sie manchmal wirklich absolut, so, also praktisch vollautomatisch arbeiten. Ständig vorwärmen, immer automatisch nachladen und jetzt in der Angriffssituation legen sie sich einfach pennen. Ich meine, es kam natürlich, seitdem ich jetzt praktisch diese Kampagne spiele, mehrere Updates. Das kann schon sein, dass dadurch irgendwas zu Bruch gegangen ist und ich einfach nochmal hätte neu starten müssen. Aber da hat mir jetzt auch einfach die Motivation gefehlt, jedes Mal mit einem neuen Update wieder neu zu starten. Also wenn diese Unstable zur Stable wird, dann werden wir da auf jeden Fall, denke ich, nochmal neu beginnen und dann dabei aber auch bleiben. Eine ganze Weile. Sonst geht einfach irgendwann die Motivation komplett flöten. So, dem teilen wir hier auch nochmal Seemänner zu. Ist natürlich für den Sauerstoffverbrauch ziemlich ungünstig, aber hilft ja alles nichts. Aber die brauchen aber auch. Das dauert alles viel zu lang hier. So, darauf achten, dass der Kommandant den Äußersten hier nicht aus der Sicht verliert, sonst können wir die Torpedolösung wieder in die Tonne treten. So. Dann schauen wir nochmal, wie sieht's aus. Kapitän? Den hier müssen wir noch vorwärmen. Und ich habe die beiden ja jetzt auch in der Führung, überschneiden sich, also beziehungsweise haben die eben unterschiedliche Dienstzeiten und beide sind Torpedooffiziere. Ja, das sind diese beiden hier. Also einer von beiden müsste eigentlich immer Dienst haben. Wobei hier natürlich steht jede Aufgabe. Das ist vielleicht der entscheidende Fehler. Also wir müssen die auf jeden... Ich packe die jetzt mal hier auf Dienst. Und ich hoffe mal, Dienst bedeutet dann, dass sie sich wirklich für die Torpedos verantwortlich fühlen. Und nichts anderes machen, idealerweise. Ich meine, wir können hier natürlich das mit den Prioritäten... Ich meine, das ist schon beides Dienst, Torpedoraum und Torpedovorwärmen. Höchste Priorität, abgesehen von den Reparaturen. Aber solange nichts kaputt geht, hat das ja keine Relevanz. Also theoretisch müssen die eigentlich immer, wenn sie Dienst haben, und einer von beiden hat ja immer Dienst, damit beschäftigt sein, sich um die Torpedos zu kümmern. Aber gerade eben haben sie ja beide gepennt. Also es macht einfach keinen Sinn. Es ist schwierig. Schwierig. So, aber das kriegen sie jetzt hier wohl auch noch auf die Kette. Wie sieht's aus? Wir gehen nochmal auf große Fahrt. Sehr wohl, Herr Kaloy. Und die Torpedos sollten jetzt wohl auch fertig sein, soweit. Ei, ei, Herr Kaloy. So. Na, und seht ihr, einer von beiden müsste ja Dienst haben. Er ist jetzt praktisch untätig und er hat sich schon wieder pennen gelegt, so. Also das heißt, jetzt momentan muss ich das halt manuell machen. Das ist wirklich nicht ideal. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ich stelle ihn jetzt zumindest mal hier hin. Sehr wohl, Herr Torpedos, aber ja, da macht er mir halt auch nur das Lager auf. Okay, ja, das muss jetzt funktionieren. Das muss jetzt klappen. Wir teilen dem Bender hier nochmal zwei Matrosen zu, dann kann man nämlich auch auf AK-Fahrt gehen für einen ganz kleinen Moment. Und das reicht dann hoffentlich. Jawohl. Um in Schussposition zu gehen. So, alle Maschinen stopp. Und jetzt haben wir es hoffentlich soweit. Also, probieren wir es nochmal. Angelus, das ist der Äußerste hier, ganz außen. Und es wird vorgewärmt. Okay, aber es wird immerhin vorgewärmt. Das macht er jetzt von alleine, ja? Okay, dann warten wir jetzt noch schnell, bis er hier fertig ist. Kriegt nochmal maximale Verstärkung hier. Das sollte sich schon noch ausgehen, hoffe ich mal. Oh, jetzt geht die Sichtweite wieder runter. Scheiße, scheiße, scheiße. Schneller, schneller. Bisschen näher dran. Alle Maschinen stopp. Was machen die alle? Sind wir jetzt soweit? Alle vier sind vorgewärmt. Junge, Junge, Junge. Irgendwie läuft's nicht. Also. Torpedo ausrichten. Nochmal hier ausrichten.
Rohr 1 bewässern. Tiefe 2. Rohr 1 los. So, dann der nächste Kandidat wäre die Alkimos. 98% muss genügen. Torpedolösung steht. Rohr 2 bewässern. Und jetzt macht das auch wieder von alleine hier der Kollege. Rohr 1 wird schon wieder geladen. Es ist mir ein wenig rätselhaft, die ganze Geschichte. So, Rohr 2 ist fertig. Rohr 2 los. Und der dritte. Torpedo ausrichten. Rohr 3 bewässern. Rohr 3 ist bewässert. Rohr 3. Der Torpedo ist auf halb. Los. Okay, dann schauen wir mal. 40 Sekunden bis Torpedo. Und zwar durchs Periskop. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Das ganz da hinten, das ist der Neutrale. Den müssen wir natürlich in Ruhe lassen. Bis Torpedo Einschlag. Schauen wir mal, welcher trifft denn voraussichtlich zuerst. 20 Sekunden. Wenn er trifft. 30 Sekunden. 10 Sekunden bis Einschlag. Müsste dann der hier sein. Treffer. Jawohl, okay, sehr gut. Den hebt's auch ordentlich aus dem Wasser. Schauen wir mal, wenn alle getroffen haben. Treffer. Sehr schön, sehr schön. Hoho, ganz nach meinem Geschmack. Simultaneinschlag. Ganz hervorragend. Die haben schon evakuiert. Da scheint's zu brennen. Da scheint's auch zu brennen. Jetzt ist die Frage, sollen wir nochmal einen hinterherheizen? Okay, Alkimos, der ist schon komplett rot. Der scheint abzusaufen. Wie sieht's bei denen aus? Zusehend schlechter. Das könnte sogar genügt haben. Das könnte wirklich genügt haben. So, Kontakt bedeutet einfach nur, die haben ihre Rettungsboote zu Wasser gelassen. Schraubengeräusch hier drüben. Kleine Gruppe hier drüben. Ich würde ungern auftauchen, ehrlich gesagt, aktuell. Wobei uns natürlich der Sauerstoff auch irgendwann dazu zwingen wird, aber lieber nochmal hier wegkommen und dann auftauchen. Schauen wir mal, was passiert. Ja, der säuft ab. Ich würde sagen, die kommen alle nicht mehr allzu weit. Der hängt auch schon gut in den Seilen, hat schon evakuiert. Das ist der Neutrale. Gustav E. Reuter, auch hochinteressant. Na okay, gut, das ist ein Schwede. Das ist dann nicht so ungewöhnlich, dachte mir schon. Das klingt aber ein bisschen deutsch, die ganze Geschichte. So, der macht auch keine Fahrt mehr hier drüben, oder? Der säuft definitiv ab. Er ist auf dem besten Weg dahin. Also ich würde sagen, mein Eindruck ist, die haben wir alle drei erwischt. Und zwar so erwischt, dass wir da einen Haken drunter machen können. Rohr 3 geladen. Sehr gut. Rohr 3 ist auch nachgeladen. Ja, das sieht gut aus, Leute. Das sieht echt gut aus. Zu Befehl. Vielversprechend. Wir bleiben vielleicht noch einen Moment vor Ort. Gehen mal auf kleine Fahrt. Schauen mal, ob irgendeiner noch einen Fangschuss benötigt. Hier sieht man ja auch die HP. Also er hat schon noch ein bisschen was. Aber wie gesagt, ich würde echt ungern auftauchen. Wobei der ist jetzt, ja gut, schon angeschlagen und evakuiert haben sie ja alle schon. Aber er ist halt nicht offiziell versenkt. Offiziell versenkt haben wir nur ihn hier. Bislang. Wie schaut's denn aus? Ein Tanker! Dann war das gar kein Kriegsschiff, der Einzelfahrer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Können wir es uns leisten, hier aufzutauchen? Ich meine, es ist mitten in der Nacht. 1.05 Uhr, 1.06 Uhr. Oder wir gehen erstmal auf den Tanker.
Ich meine, die bewegen sich ja nicht mehr. Die kommen ja hier nicht mehr weg. Also können wir das auch noch nachher erledigen. Wir ändern mal den Kurs und gehen auf den Tanker. Noch keinen einzigen Tanker gesehen. Das wäre jetzt aber schon so das Tagesziel. Es ist noch nachts. Schauen wir mal, können wir mit der... Ah, die läuft sowieso noch, die Ventilation. Dann bringt das wahrscheinlich aktuell nichts mehr, oder? Oder nicht genug. Ja, ein bisschen können wir schon noch. Und der hält auch Kurs. Also der scheint, weiß nicht, keine Meldung bekommen zu haben. Und der kommt uns ja auch entgegen. Also fahren wir ihm auch ein Stückchen entgegen. Jetzt schaue ich aber gerade mal, wenn wir ganz viel Glück haben. Ich befürchte, wir haben keine Kaliumabsorber mehr dabei. Aber wenn wir ganz viel Glück haben, schauen wir mal schnell zum Hauptlager. Das wäre natürlich ideal. Dann können wir die ganze Sache noch ein bisschen strecken. Also. Oh, doch. Ich habe nach. Tatsächlich, ich habe nachgekauft. Kann das sein? Oh. Wieso steht hier Erste Hilfe? Ziemlicher Blödsinn. Kaliumabsorber rein. In die Anlage. Müssen wir nicht geizig sein. Nehmen wir mal 15 Stück. So. So. Okay, damit ist das Problem Sauerstoffgehalt schon mal erledigt. Batterie ist bei knapp 50% angekommen. Na schön. Was wollte ich jetzt genau? Moment mal. Den brauchen wir gerade nicht am Kartentisch. Wieso ist eigentlich niemand hier an den Ventilen? Nein, nicht an den Ventilen. Nein, nein, nicht fluten. Moment, ich kann doch irgendwie noch... Moment. Genau, die Tiefenruderstation. Ach, brauchen wir einen Ingenieur. Aber da habe ich ja 3 Stück. Er kümmert sich um die Torpedos. Er kann sich dann hier rum kümmern. Zu Befehl. Damit wir die Tiefe einfach ein bisschen genauer halten können. So, das ist ja wunderbar. Der fährt uns praktisch direkt in die Arme. So, langsam. Kurs berechnen. Was haben wir denn hier? Torpedokurs berechnen. Er hier. Mein erster Tanker. Ich glaub's ja nicht. Wir können eigentlich direkt alle Maschinen stoppen. Und wenn das jetzt ein bisschen schneller vonstatten gehen würde, hier mit der Kursberechnung, dann wäre ich wirklich sehr, sehr dankbar. Könnte klappen. 60%. Nicht ganz ideal. Ne, wir fahren noch ein Stückchen mit. Äußerste Kraft. Nicht, dass der uns jetzt entwischt. Der ist flott unterwegs, der Kollege. Legen Sie den Kurs an. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, mal schön langsam. Wir gehen auf kleine Fahrt. Nochmal Kurskorrektur sozusagen. Und das sollte doch jetzt eigentlich schon funktionieren, oder? Das ist schon nah. Na komm, no risk, no fun. Torpedo ausrichten. Nochmal ausrichten. Rohr 1 bewässern. Tiefe behalten wir einfach so bei. Und dann schauen wir mal, was passiert. Rohr 1 bewässern. Rohr 1 los. Los! Sekunden bis Torpedoeinschlag. Langsame Fahrt. Ja, wir gehen gleich auf halbe Fahrt. So, wo ist der Torpedo? Hier ist der Torpedo. So sehen also die Tanker aus. 20 Sekunden. Bitte treff. Wenn nicht, jagen wir direkt den nächsten hinterher. Das will ich sehen, wenn der Tanker hochgeht. Der trifft doch, oder? Treffer. Jawohl, sehr gut. Da fliegen die Fetzen. Okay, das ist... Das sieht schon ein bisschen netter aus als bei den üblichen Frachtern. Schöner Feuerball, mal schauen, ob da noch irgendwas hinterherkommt. Das dürfte wohl... Ja gut, das war's. Das soll's gewesen sein. Okay, der erste Tanker. Hübsch, muss man sagen.
So, der hat sich verzogen. Wie sieht's denn sonst hier in der ganzen Gegend aus? Ja, schon ganz schön ein Schlachtfeld mittlerweile. Wir drehen mal um. Tauchen auf und geben denen hier noch den Rest. Und dann sehen wir zu, dass wir wegkommen aus dem Gebiet. Das Glück nicht überstrapazieren. So, schauen wir mal. Oder sind die inzwischen eh abgesoffen? Nee. Einer ist noch da. Der zweite auch. Und warten nur darauf, von uns versenkt zu werden. Auftauchen, Männer. Können wir endlich die Batterien auch wieder laden. Bisschen durchlüften. Funken. Und das darf jetzt auch ein bisschen schneller gehen, Kollegen. So, keine Seewache auf Brücke. Kommandant ans Uzo, bitte. Und was war die andere Meldung? Druckluftreserven, ja gut, 57%. Ist was dran. Ventilation können wir ausschalten. Kreiselkompass machen wir wieder an. Dieselkompressor schmeißen wir an. Und der Herr Weber darf dann auch wieder an den Kartentisch zurück. Und wie üblich, Chefsache. Okay. Alle Maschinen stopp. Und hinein ins Vergnügen. Feuer frei. Sehr gut. Ausgezeichnet. Bricht direkt auseinander und säuft ab. Dem hat's das Rückgrat gebrochen. Und hier drüben, da... Das sieht eh nicht mehr so viel raus. Also da schaut nicht mehr so viel raus. Aus dem Wasser, wenn ich das richtig sehe. Treffen wir den von hier oder müssen wir noch ein bisschen näher dran? Ja, es geht schon. Wir können trotzdem wieder Fahrt aufnehmen. Langsame Fahrt. Schneller, Funken schneller. Auch direkt. Feuer an Deck. Ausgezeichnet. Steht in Flammen. Und das soll's gewesen sein. Okay, sehr gut. Ja, wunderbar, wunderbar. Ja, jetzt ist die Frage, sollen wir den anderen nochmal hinterher jagen? Ich meine, wir können uns das auf jeden Fall nochmal anschauen. Bevor es dann ab nach La Rochelle geht. Na gut, das dauert natürlich auch ein bisschen. 6 Stunden 40 Minuten, bis das voll aufgeladen ist. Dann ist es natürlich auch wieder hell. Gefällt mir nicht so wirklich gut. Dann diese kleine Gruppe, die ist jetzt sowieso schon ganz hier vorne. Also ich glaube, vernünftiger wäre es tatsächlich, nach La Rochelle zu fahren. Aber wir haben ja hier auch noch diese kleine Gruppe. Also ein Einzelfahrer ist hier nochmal unterwegs. Bestätigt. Den können wir auch einfach über Wasser vernichten. Okay, aber erstmal den Kommandanten vom Geschütz weg, falls wir tauchen müssen. Das ist, glaube ich, nicht die allzu gute, nicht unbedingt die beste Idee. Genau. Wie sieht's denn sonst aus? Hier an Bord. Wir können mal wieder weißes Licht anschalten. Moral ist sowieso sehr stabil, wie ich sehe. Vielfältige Gerichte. Gut, der muss noch mal ein bisschen was tun hier, der Dieselkompressor. Dann stoßen wir dem jetzt noch hinterher. Kraftstoff ist ja überhaupt gar kein Thema, also können wir hier direkt Gas geben. Wir gehen mit äußerster Kraft, gehen wir ran. Und da haben wir, okay, das ist klar, das ist der Neutrale. Ja, das bringt uns natürlich nichts. Dann würde ich sagen, Generalkurs La Rochelle. Das wäre dann hier unten. Da sollen wir ja sowieso hin. Da können wir uns natürlich den Kollegen hier drüben auch noch anschauen. Bestätigt. Das wird wohl kein Kriegsschiff sein, sonst. Also, der hätte sonst ja mal hier vorbeigeschaut, was wir hier so treiben. Okay, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir den ja auch noch vors Korn. Wäre natürlich schon ganz nett, den Bruder noch mitzunehmen. Okay. Batteriekapazität 50.
Ja, haben wir schon ein bisschen was angerichtet hier. Tonnagemäßig war das nicht so verkehrt. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. So, und hier vielleicht mal ganz kurz rundhorchen. Okay, wir sind wieder voll aufgeladen. Wir tauchen kurz ab. Ah, Moment. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Kurs auf diese Koordinaten hier drüben ist er. Sehr wohl, Herr Kaloy. Beide Maschinen AK. Schneller, schneller! Ja, da kommen wir schon dran. Und je nachdem, mit wem wir es eben jetzt hier zu tun haben, können wir das auch über Wasser. Ah, ein deutsches Boot. Verdammt nochmal. Ah, okay, gut. Dann lassen wir das. Lassen wir das. Nee, direkt ab nach La Rochelle. Ich bin sehr zufrieden. Den ersten Tanker gesehen. Ein bisschen Bonustonnage gemacht, praktisch auf der Fahrt von Wilhelmshaven nach La Rochelle. So schön das da auch war. Also Wilhelmshaven fand ich tatsächlich, haben sie nett gemacht. Die ganzen Hafenanlagen mit der Schleuse. Aber als Ausgangspunkt, als Operationsbasis finde ich das nicht wirklich geeignet. Anfahrtswege viel zu lang. Also ich meine, hier in dem ganzen Gebiet gibt es ja praktisch nichts. Ich bin hier immer nur auf Schlachtschiffe gestoßen. Mal abgesehen von Scapa Flow, das war ziemlich interessant. Spannende Geschichte. Aber hier also auf Konvois zu operieren und generell auf Frachter zu gehen, ist diese ganze Geschichte hier schon, also das hat sich wirklich bewährt. Außerdem natürlich auch sind wir dann deutlich näher an Gibraltar dran, was ich mir ja auch schon seit Ewigkeiten mal anschauen möchte. Also schauen wir mal, was der BDU dann zu sagen hat, was die uns für... Keine Seewache auf der Brücke, stimmt doch gar nicht. Kommandant ist auf der Brücke. Hat jetzt auch Seemänner dazu bekommen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Ja, mal schauen, was der BDU einfach dann so an Aufgaben zu bieten hat. Ich meine, es gibt ja auch irgendwie eine Aufgabe. Oh, scheiße, Contentstreifen. Sofort tauchen. Nichts anbrennen lassen. Wir gehen auf 30 Meter knapp. Oh, oh, oh. Die sind aber schon sehr nah dran. Und alles am helllichten Tag. Bitte, bitte, bitte. Tauch ab. Jetzt so auf den letzten Drücker. Nur mal eine vom Bug geknallt bekommen. Fände ich relativ uncool. Okay, Boot taucht ab. Das passt schon. Wenn wir sie jetzt noch nicht zu sehen bekommen haben, wird es uns auf jeden Fall gelingen, tief genug zu kommen. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. So, da tut sich auch nichts. Dann gehen wir nochmal schnell hoch, also auf Seerohrtiefe und schauen mal, mit wem wir es hier zu tun haben. Könnte natürlich auch wieder ein deutsches Boot sein. Legen Sie den Kurs an. Jawohl. So, Kommandant, ab ans Periskop. Und hätte vielleicht irgendjemand die unendliche Güte, sich in den Horchraum zu begeben. Ist das, vielleicht wäre das eine Idee. So. Natürlich, ein deutsches U-Boot. Wie soll es auch anders sein? Na gut, wir bleiben mal getaucht noch eine Weile wegen dem Flieger. Aber der scheint sich zu entfernen. Das passt schon. Wir tauchen auf. Funken. Warum keine Seewache? So. Kommandant ist am U2. Das verstehe ich jetzt zumindest als Seewache. Und wenn wir dem noch Matrosen zuteilen. Schön langsam. Also ich sehe da eine Seewache. Kein Grund zu meckern. Okay. Gut. Dann, sobald wir das U-Boot hier hinter uns gelassen haben, dann können wir auch wieder in die Schnellreise gehen. Und vielleicht noch ein weiteres Mal einen Speicherstand anlegen. Und dann sehen wir zu, dass wir nach La Rochelle kommen. Belohnung abkassieren. Ein bisschen was sollten wir dafür wohl bekommen. Und dann können wir uns vielleicht auch schon direkt Gedanken über die nächste Mission machen. Das verstehe ich nicht. Mit keine Seewache auf Brücke. Hat das vielleicht auch wieder irgendwas mit der ganzen Führungsgeschichte hier zu tun? Besatzung. Ich meine, der Alte ist halt am Uzo. Der ist auf dem Turm.
Mehr Seewache geht ja wohl nicht. Ja, na gut. Okay, scheint sich aber... Naja, wobei die Meldung kommt immer noch. Aber es könnte natürlich auch ganz oft blöd auch wieder so eine Geschichte sein wie... hinsichtlich, es kamen einige Updates und ich habe seit langer Zeit nicht mehr neu gestartet. Also da habe ich auf Steam aber auch deutlich schlimmere Sachen gelesen. Also von Dingen, die da passieren können. Wenn man eben nicht neu startet. Speicherstände komplett im Eimer. Boote können nicht mehr tauchen. Also da bin ich ja sowieso noch ganz gut bedient. Auf jeden Fall noch handlungsfähig, sage ich mal. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, Herr Kaloy. Aber ewig werden wir natürlich in dieser Kampagne nicht mehr weitermachen können. Früher oder später müssen wir sowieso neu starten. Da kommen wir nicht drum rum. Ah, Home Sweet Home. Länger nicht mehr hier gewesen. Eine ganze Weile. Also in Echtzeit bestimmt einen Monat, würde ich mal tippen. So, La Rochelle. Kurz nach Mitternacht. Legen Sie den Kurs an. Ei, ei, Herr Kaloy. Sehr schön, da sind wir wieder. Ich hab's fast ein bisschen vermisst. Bisschen beschaulicher die ganze Geschichte hier. Aber einfach echt ein guter Ausgangspunkt für Operationen, das muss man sagen. So, angedockt, ausgezeichnet. Dann schauen wir uns die ganze Geschichte mal an hier. Gehen mal von Bord. Melden uns beim Offizier. Schauen gleich mal, was der so für Befehle zur Verfügung hat. Ansonsten, also wenn nichts Gescheites dabei ist, dann lasse ich das erst nochmal keinen Befehl annehmen und einfach erstmal mein Boot beladen. Weil ich denke mal, wenn da ein paar Tage ins Land ziehen... Sehr gut, stillgestanden, Männer! Wenn da ein paar Tage ins Land ziehen, dann sind auch wahrscheinlich wieder andere Missionen verfügbar. Schauen wir mal. Also erstmal willkommen in unserer neuen Flottille. Oh, das gibt direkt ein Ritterkreuz. Sehr gut. Sehr gut. Aber doch wohl nicht als Belohnung für die Mission an sich, weil das war ja wirklich nur von Wilhelmshaven nach La Rochelle schippern. Das kann es ja nicht gewesen sein, oder? Naja, gut. Dann haben wir das auch erledigt. Gut. Ah, plus 100% Ansehen. Das ist natürlich schon ordentlich. Tonnage versenkt 25.409 478 Bruttoregistertonnen. Das alles in 10 Tagen und 4 Stunden auf See. Ja, ist okay, würde ich mal sagen. War ein bisschen was dabei. Okay. Gut, kann man so stehen lassen. Dann schauen wir mal kurz, was die für Befehle für nächstes Wochenende zur Verfügung haben. Streng geheim, versteht sich. Patrouillengebiet DHAL. Angriff bei Docks von Cardiff. Allen Ernstes. Also beim letzten Mal, als ich dort in Cardiff war, war das ja so, dass wir dort einen Spion absetzen mussten. Und das ist ja, also geht halt schon Richtung Scapper Flow, diese Mission so ein bisschen. Also zumindest auch was den Inhalt angeht, also zwei Schiffe von mindestens Korvettengröße versenken. Nee, gefällt mir nicht. Also hier reinschippern, da kannst du halt auch kaum tauchen, das ist... Also keine Möglichkeit, man kommt gerade mal so auf Seerohrtiefe, ist mir glaube ich echt ein bisschen zu doof. Ja gut, Patrouillen, ach hier unten, war ich, ja, haben wir auch schon mal, sind wir auch schon mal unterwegs gewesen. Lasse ich erstmal noch die Finger weg und schau mal, ob vielleicht nicht irgendwas Richtung Gibraltar oder La Spezia oder so zur Verfügung stehen wird, wenn ich mein Boot mal so ein bisschen weiter beladen habe und ein paar Tage vergangen sind. Ansonsten können wir hier gerade noch reinschauen. Sollen wir vielleicht tatsächlich mal den Zaunkönig erforschen oder den Schnorchel? Schnorchel 24 Tage. Ich meine, man kann diese Zeit schon irgendwie rumbringen hier mit der Liegezeit und halt immer nur einen Torpedo beladen und die Nahrung so scheibchenweise beladen. Dann die Mannschaft natürlich auf Landurlaub schicken. Das dauert ja auch 2 Wochen, also sollte schon machbar sein. Und das sind auch 24 Tage. Was interessiert mich denn mehr? Ich weiß es gar nicht. Schnorchel. Beides cool. Beides eigentlich gleichermaßen cool.
Aber wisst ihr was? Das dauert ja sowieso ein bisschen, bis ich wieder zum Aufnehmen komme. Schreibt es mir in die Kommentare. Schnorchel oder Zaunkönig. Das könnt ihr entscheiden. Und ihr habt ja ein paar Tage Zeit zum Kommentieren. Also so bis... Normalerweise nehme ich dann nächsten Freitag wieder auf. Also kommt den Freitag. Bis dahin schauen wir mal, ob sich da ein bevorzugtes Forschungsobjekt herauskristallisiert. Das soll es gewesen sein an der Stelle. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und fürs Mitfahren. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und bis zum nächsten Mal, Männer. Macht's gut.